Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch ein ganz einfaches und schnelles Plätzchenrezept für ein paar Ausstechplätzchen. Für unseren Knetteig geben wir jetzt in eine Schüssel Margarine, Zucker, Vanillezucker und Salz. Das Ganze verrühren wir jetzt schon mal. Ich mache das mit meiner Küchenmaschine. Ihr könnt auch ein Handrührgerät nehmen. Jetzt rühren wir Eier darunter und zum Schluss geben wir jetzt noch Mehl und Backpulver dazu. Und das Ganze kneten wir dann unter. Dann bestreut ihr eine Arbeitsfläche mit etwas Mehl, knetet den Teig nochmal durch, nehmt ihr euch etwas von dem Teig weg und dann rollen wir den Teig portionsweise auf der Arbeitsfläche ungefähr einen halben Zentimeter dick aus. Jetzt nehmen wir eine Plätzchenausstechform, ich habe jetzt eine Blütenform und dann stechen wir Plätzchen aus. Ihr könnt natürlich jetzt auch, wenn ihr die Plätzchen zu Weihnachten backt, eine andere Ausstechform wie ein Tannenbäumchen oder sowas nehmen. Die Teigreste macht ihr dann wieder zusammen. Nehmt euch wieder was von der restlichen Teigmasse, knetet das Ganze nochmal schön durch und dann wird der Teig wieder ausgerollt. Und so verarbeitet ihr jetzt die ganze Teigmasse. Die ausgestochenen Plätzchen legt ihr dann auf ein Backblech, was ihr vorher mit Backpapier belegt. Die Teigmasse reicht für ungefähr 3 Bleche Plätzchen. Dann backt ihr jedes Blechplätzchen bei 180 Grad ungefähr 15 Minuten. Nach dem Backen werden jetzt die Plätzchen mit flüssiger Margarine bestrichen. Dazu gebt ihr einfach Margarine in eine Tasse und schmelzt die Margarine dann kurz in der Mikrowelle. Nach dem Backen bestreichen wir jetzt die Kekse mit unserer flüssigen Margarine. Und dann wollen wir das Ganze noch mit Zucker bestreuen. Dazu geben wir in eine Schüssel Vanillezucker und etwas Zucker. Mischen das Ganze mal kurz durch und das streuen wir dann über die Kekse. Und dann lasst ihr die Kekse erstmal schön abkühlen. Und damit haben wir dann unsere Ausstechplätzchen fertig. So meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.